die letzte Abteilung jetzt für unsere Kandidaten, die Lackiererei. Johnny, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir da. Wir waren jetzt zuerst beim Blech drüben, beziehungsweise auch bei den Kunststoffteilen. Und die werden natürlich zuerst repariert in dem Sinn und nachher müssen wir sie natürlich auch weiter behandeln. Das heißt, wir müssen an Teilerstellen verspachten bzw. füllern. Das ist da schon passiert, oder? Und wie wir zuerst gesagt haben, optisch ist natürlich auch wichtig, dass wir da eine richtige Farbe aufbringen. Und in dieser Abteilung sind wir jetzt. In dieser Abteilung sind wir. Und da haben wir jetzt einen Unternehmer aus Vorarlberg, der auch Landesinnungsmeister Stellvertreter ist, Wilfried Männel, der schon seit Jahren junge Kandidaten ausbildet im Karosseriebausektor und im Lackiersektor. Wie siehst du unsere Zukunft in diesem Berufsbild? In diesem Berufsbild sehe ich große Chancen, sehr viel Potenzial, weil wir ja auch im Multimaterialmix unterwegs sind. Kunststoff, Metall, Glasfaser, Glas. Und da haben wir sehr viele Möglichkeiten in diesem Bereich uns zu entwickeln. Und ich denke, für die Betriebe wird es in Zukunft eine Herausforderung sein, aber mit dem Personal, mit der heutigen Jugend, denke ich, werden wir das meistern. Und wie hast du, jetzt hast du ein bisschen durchgeschaut heute, hast gesehen, was der Karosserie macht, was der Mechaniker, der Techniker macht, was jetzt alles hier zustande gebracht wurde, ob das im Kunststoff war oder Blech oder in der Lackierung. Wie siehst du die Jungs, die was da heute arbeiten? Ja, ich meine, da haben wir jetzt doch die Besten der Besten und ich hoffe, wir küren heute den Besten. Und die Arbeiten, die sind doch grandios und in dieser kurzen Zeit Kunststoffreparaturen zu bewerkstelligen, diesen Einstiegbalken zu bearbeiten. Und da sind doch ein paar passable Arbeiten mit dabei, muss ich dazu sagen. Und ja, im mechanischen Bereich bin ich natürlich nicht so bewandert, aber auch die machen einen großartigen Job. Und ja, ich wünsche allen alles Gute und ich hoffe, der Beste wird bald einmal gekürt. Danke. Ja, und ich bin heute den ganzen Tag mit dabei und habe gesehen, was die leisten müssen. Also die sind heute am Abend bestimmt fix und fertig, den Einstiegsschweller zu machen, das Kunststoffteil zu bearbeiten und dann geht es noch in die Lackiererei. Du meinst, du bist nach dem Blech schon fertig? Ja, mit den Nerven wahrscheinlich der eine oder andere und auch mit der Kondition oder mental. Was meinst du, Johnny? Ja, genau, du siehst ja das. Das ist so, oder? Man sieht ja, die Buben werden jetzt irgendwann ein bisschen mehr da kopfmüde, oder? Weil man sich immer 8 Stunden lang voll konzentrieren muss, weil man will ja gewinnen, weil sonst braucht man nicht herfahren. Und es wird Zeit, dass es fertig wird, oder? Und hoffentlich haben wir eine nette Feier heute auf Nacht noch. Die haben wir bestimmt und wir freuen uns. Und schaut's rein, wir sind live heute für euch im Livestream auf www.tv22 und auf der Seite der Wirtschaftskammer für das Land Tirol, das austragende Land für die Staatsmeisterschaft 2024. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid, dass ihr das mitgemacht habt und der Beweis stellen können, wie gut das unsere Lehrlinge sind. Danke vielmals. Okay.